Father, thank you for this morning. Vater, danke für diesen Morgen. Bless these words. Segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, go to slide 40. Bild 40. I'm going to pick up where Sam left off last week. Ich mache weiter, wo der Sam letztes Mal aufgehört hat. And the subject of judgment. Das geht um das Richten. And we're going to go right to the white throne judgment. Wir gehen zum Gericht, das beim weißen Thron passieren wird. It's not. Go to verse 11. Verse 11, please. Revelation 20, verse 11. Elf. Thank you. Offenbarung 20, 11. Then I saw a great white throne and him who sat upon it. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. And from whose presence earth and heaven fled away. Vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. And no place was found for them. Und keine Stätte wurde für sie gefunden. Talk about a sobering moment. Also wenn man denkt, oder sprechen wir über etwas, was einem Furcht einflößt. Earth is gone. Die Erde, this earth that we know is not even here. Die Erde, wie wir sie kennen, die wird nicht mehr hier sein. So talk about losing your sense of security. Also wenn wir davon sprechen, dass du deinen Sinn für Sicherheit verlierst. I saw the dead, the great and small, standing before the throne. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. And the books were opened. Und Bücher wurden geöffnet. And another book was opened, which is the book of life. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. And the dead were judged from the things that were written in the books according to their deeds. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. This is the judgment of the unbeliever. Das ist das Gericht für die Ungläubigen. We will be present. Wir werden dabei sein. But we will be spectators. Wir werden zuschauen. We will also be called to bear witness. Und wir werden auch dazu berufen sein, Zeugnis zu geben. The Queen of Sheba will be asked to stand up. Die Königin Sheba wird gebeten, die Königin von Saba, die wird gebeten werden, aufzustehen. She will be asked to stand up to bear witness against the generation that Jesus, when Jesus lived. Die wird gebeten werden, aufzustehen und Zeugnis zu geben gegen die Generation, die zu Jesu Zeiten Because she war. Traveled so far to hear the wisdom of Solomon. Denn sie ist so weit hergereist, um die Weisheit Salomons zu hören. And Jesus said, a greater than Solomon is here. Und Jesus, jemand größer als Salomon, ist dann da. And there was no interest. Und es gab kein Interesse. On that day, an diesem Tag, she will be asked to stand up. Wird sie gebeten werden, aufzustehen. On that day, the Ninevites will be asked to stand up. An diesem Tag werden die Bewohner von Nineveh gebeten werden, aufzustehen. When they repented because of the preaching of Jonah. Sie haben Buße getan wegen dem Predigen von Jonah. On that day, an diesem Tag, we will all in some way bear witness. Werden wir alle auf irgendeine Art und Weise Zeugnis geben. We will probably all be asked at some point to stand up. Wir werden vielleicht oder wahrscheinlich alle, jeder von uns gebeten werden, aufzustehen. To bear witness against the unbeliever. Und Zeugnis zu geben gegen die Ungläubigen. In regard to the grace of God that was available. In Bezug auf die Barmherzigkeit, die Gnade Gottes, die da war. This is the judgment of the unbeliever. Und das ist das Gericht this der Ungläubigen. This is the last day. Das sind die letzten Tage oder der letzte that Tag. Very familiar term, on the last day. Es gibt diesen Begriff, der uns sehr geläufig ist, an dem letzten Tag. This is the last day. Das ist der letzte Tag. Verse 13. And the sea gave up the dead which were in it. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. And death and Hades gave up the dead which were in them. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. The word dead speaks of the unbeliever. Das Wort die Toten, das meint auch wieder die Ungläubigen. Dead means separated. Die getrennt waren. They are separated from God. Sie sind von Gott getrennt. They are without God. Die sind ohne Gott. They are without hope. Sie sind ohne Hoffnung. Ephesians chapter 2, they are
in this world without Christ, without hope. Epheser 2, sie sind in dieser Welt ohne Christus, ohne Hoffnung. God refers to them as the dead. Und Gott nennt sie nur die Toten. Death and Hades gave them up. Der Tod und Hades haben sie aufgegeben. This is the resurrection of the dead. Das ist die Auferstehung der Toten. The word death speaks of the death of their physical body. Der Tod meint also den physischen Tod. Hades speaks of their soul. Hades spricht von ihren Seelen. The earth and Hades gave them up. Die Erde und Hades haben sie quasi herausgespült. Which means they were resurrected from the dead. Das heißt, sie sind von den Toten oder sie stehen von den Toten John auf. John chapter 5, Jesus said in verse 28. Johannes 5, 28 sagt Jesus. Do not marvel. Wundert euch nicht. Because the day is coming. Denn der Tag kommt. When those who are in the graves will be raised, will hear the voice of the Son of Man and will rise. Wo die, die in den Gräbern sind, die Stimme des Menschensohnes hören werden und auferstehen werden. Some to eternal life. Einige zum ewigen Leben and some to judgment. Und einige zum Gericht. The judgment, the two resurrections are 1,000 years apart. Diese zwei Auferstehungen, die sind 1,000 Jahre, das sind 1,000 Jahre dazwischen. When Jesus returns in the clouds of the air, the first resurrection occurs, we are resurrected. Wenn Jesus kommt auf den Wolken, dann ist die erste Auferstehung nämlich die von den Gläubigen. But those who have died in unbelief, die, die im Unglauben gestorben sind, who are waiting judgment in Hades, die in Hades auf das Gericht warten, they will be resurrected just before the judgment, the white throne judgment, which is 1,000 years later. Die werden 1,000 Jahre später in diesem weißen Thron Gericht gerichtet werden. Death and Hades gave up the dead which were in them, and they were judged, everyone according to their deeds. Der Tod und Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. This will be a perfect judgment. Das wird ein perfektes Gericht But sein. No mercy is available. Und es gibt keine Barmherzigkeit mehr. Because they have rejected Christ. Denn sie haben Christus abgelehnt. They have lived without God. Sie haben ohne Gott gelebt. Even before Christ, they have never called upon the name of the Lord. Auch bevor Christus, sie haben nie Gott angerufen. Because in Romans chapter 3, verse 25, in Römer 3, 25, the death of Christ, der Tod von Christus, also is retrospective into the past, spiegelt in die Vergangenheit hinein. And if you read it, Romans 3, 25, und wenn man Römer 3, 25 liest, all the sins of the past, alle Sünden der Vergangenheit, where it appeared that God was winking at it, was not taking it serious, wo man vielleicht denkt, naja, Gott hat das nicht ernst genommen. God did. Gott hat sie And ernst Jesus genommen. Pays for all the sins of the past as well. Und Jesus hat auch für alle Sünden der Zeit vor ihm gezahlt. Verse 14 and 15. Vers 14 und 15. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. Und der Tod und der Hades wurden in die Feuersee geworfen. This is the second death. Das ist der zweite Tod. The first death is when your physical body and your soul separate when you die here on earth. Der erste Tod ist der Tod auf dieser Erde, wenn dein physischer Körper und die Seele getrennt werden. And if you're an unbeliever, your soul descends into the earth. Und wenn du ein Ungläubiger bist, dann geht deine Seele in die Erde hinunter. To Hades. In den Hades. It's the waiting place for judgment. Das ist der Ort des Wartens auf das Gericht. If you are in Christ, your soul goes to the Lord. Wenn du in Christus bist, geht deine Seele zum Herrn hinauf. 2 Corinthians 5:8. 2. Korinther 5:8. To be absent from the body is to be present with the Lord. Vom Körper getrennt zu sein ist in der Gegenwart Gottes zu sein. If anyone's name was not found written in the book of life, und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, he was thrown into the lake of fire. So wurde er in den Feuersee geworfen. That's why Jesus said in Luke chapter 10, verse 20. Darum sagt Jesus in Lukas 10, 20. Don't rejoice that you have power over demons. Freut euch nicht, dass ihr Macht über Dämonen habt. You can do these miracles. Ihr könnt diese Wunder vollbringen. Rejoice that your names are written in heaven. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Telling you, it's going to be a sobering moment for everybody. Also es wird ein ernüchternder Moment für jeden werden.
when the books are opened, wenn die Bücher geöffnet werden, and you know that you believe, und du weißt, dass du glaubst, but until you actually see your name in there, aber bis du dann deinen Namen wirklich da drin siehst, I mean, you know you believe. Du weißt, du bist gläubig. I was driving back from Slovakia one time on New Year's Day. Ich bin einmal am Neujahrstag von der Slowakei zurückgefahren. I got pulled over. Und ich bin an den Rand gefahren und stehen geblieben. Police officer said, "Get out of the car, and I want to take an alcohol test." Und ein Polizist hat mich gestoppt und hat gesagt, steigen Sie aus und ich möchte einen Alkoholtest machen. I don't drink. Und ich habe gesagt, ich trinke nicht. He said he didn't believe me, so he said, "I want you to take the test." Er hat mir nicht geglaubt. Er hat gesagt, bitte machen Sie diesen Test. There was not a drop of alcohol in my body. Ich habe gewusst, dass kein Tropfen Alkohol in mir war. There was something in me that was still nervous. Da war etwas in mir, was immer noch nervös war. I don't know why. I was just still nervous. Ich weiß nicht warum, aber ich war nervös. And then he took the test and he said, "Null komma null null." Und ich habe den Test gemacht und er hat gesagt 0,00. That's right. I mean, I knew that, but now it's nice to actually really know that. Ich habe das gewusst, aber es war einfach super, das da auf schwarz auf weiß zu haben. And we know that we're believers. We know. Wir wissen, dass wir glauben. But it's going to be nice to see my name right in. Aber dann, wenn wir den Namen wirklich im Buch sehen, wird das eine Erleichterung sein. The reason that they're lost. Der Grund, warum sie verloren sind. They never cried out to God. Ist, dass sie niemals zu Gott geschrien haben. In Romans chapter 2 verse 5. In Römer 2, 5 says it was because of stubbornness. Heißt es, es war wegen Sturheit. Can you go to slide 21? Because of stubbornness. Aus Sturheit. Because of the stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and the revelation of the righteous judgment of God. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. We don't want to be on the wrong side of God on the day of judgment. Wir wollen nicht auf der falschen Seite Gottes sein am Tag des Gerichts. God has done everything he could possibly do to prevent that. Gott hat alles Mögliche gemacht, was er nur tun kann, um das zu verhindern. In Isaiah chapter 5 verse 4. In Jesaja 5, 4. What more could I have done for my vineyard? Was hätte ich noch mehr für meinen Weingarten tun können? Jesus cried out in Matthew 23. In Matthäus 23 hat Jesus gerufen: "O Jerusalem, Jerusalem, O Jerusalem, Jerusalem, you've killed the prophets, du hast die Propheten getötet, and I would have taken you under my wing, ich hätte dich unter meine Flügel genommen, like a mother chicken takes her chicks, wie eine Mutterhenne ihre Küken schützt. But you were unwilling. Aber ihr habt es nicht gewollt. But you were unwilling. Ihr wart unwillig. And so you will not see me until you say, 'Blessed is he who comes in the name of the Lord.'" Und so werdet ihr mich nicht sehen, bis es heißt, gesegnet ist der, der kommt im Namen des Herrn. Baruch Hashem HaMashiach Yeshua, Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem HaMashiach Yeshua, Baruch Hashem Adonai. Until you say those words, you will not see me. Bis ihr diese Worte sagen werdet, werdet ihr mich nicht sehen. The judgment of God is real. Das Gericht Gottes ist real. The only reason we're not there, der einzige Grund, warum wir dann nicht dort sein werden, to be judged, um gerichtet zu werden, because God judged Jesus on our behalf, ist, weil Gott Jesus statt uns gerichtet hat. So, I want to begin now with slide 2. Who can be saved? Wer kann gerettet werden? It says in Psalm 130. Im Psalm 130 heißt es: "If the Lord was to mark iniquity, who could stand?" Wenn der Herr die Sünde richten würde, wer könnte da bestehen? Who could stand? Wer könnte bestehen? Nobody. Niemand. Look at these words. Schaut euch diese Worte an. Such deep longing for God and empty, no faith, no love, no zeal. So ein tiefes Verlangen nach Gott und doch leer, kein Glaube,
keine Liebe, kein Eifer. Saving souls holds no attraction. Seelen zu retten hat keinen Reiz mehr. Heaven means nothing. Der Himmel bedeutet nichts. Pray for me, please, that I keep smiling at him in spite of everything. Bitte betet für mich, dass ich ihn trotz allem weiter anlächle. Do you ever feel like that? Hast du dich schon je so gefühlt? Please pray specifically for me that I may not spoil his work and that our Lord may show himself. Bitte betet ganz besonders für mich, damit ich sein Werk nicht beschädige und dass ich unser Herr selbst zeigen möge. For there is such terrible darkness within me, as if everything was dead. Denn da ist eine schreckliche Finsternis in mir, so als ob alles tot wäre. It has been like this more or less from the time I started the work. Es war dies mehr oder weniger so ab dem Zeitpunkt, an dem ich die Arbeit begann. Who would write such a thing? Wer schreibt sowas? Mother Teresa. Mutter Teresa. If Mother Teresa would speak such words. Wenn die Mutter Teresa so etwas sagt. These are the confidential letters she sent to her superintendent. Das sind vertrauliche Briefe, die sie an ihren Bischof geschickt hat. She was sending them for 60 years. 60. Sie hat sie 60 Jahre lang geschickt. And she asked if they would all be destroyed before she died. Und sie hat gebeten, dass die alle zerstört würden, bevor sie stirbt. But they took them and they made a book. Aber sie haben ein Buch daraus gemacht. Because they thought it would encourage us all. Denn sie haben gedacht, das würde uns alle ermutigen. That if someone so selfless as Mother Teresa had such struggles. Wenn jemand so selbstloser wie Mutter Teresa solche Kämpfe in sich ausfocht, maybe we're okay. Dann geht's uns vielleicht gut. It's all about the mercy of God. Es geht um die Barmherzigkeit Gottes. It's just not about our goodness. Es geht nicht um unser Gutsein. You know, and as long as we have that in our mind, we're never going to have peace. Und solange wir uns an das erinnern, haben wir nie Frieden. Next. James 2:13. Jakobus 2:13. For judgment will be without mercy to the one who has shown no mercy. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Mercy triumphs over judgment. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. That word triumph is so powerful. Dieses Wort triumphieren ist so mächtig. It is the word kata, kachomai. Im Griechischen heißt dieses Wort kata, kachomai. It's a very rare word. Ein sehr seltenes Wort. Actually, the word kachomai. Dieses Wort kachomai can be found in Philippians 3:3. Findet man auch in Philipper 3:3. Where it says, for we are the circumcision which worship God in spirit and rejoice in Christ Jesus. Dort heißt es, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen. I mean, we rejoice in Jesus. We boast in him. Wir rühmen uns in Jesus Christus. And that word is put with kata. Und dieses Wort, dem wird dann das kata hinzugefügt. And it's the most intensive form of rejoicing. Und das ist die intensivste Form des Jubilierens. It's a mix between rejoicing and boasting and triumphing. Es ist eine Mischung zwischen triumphieren und sich rühmen oder quasi angeben und jubilieren. And this is how God feels. Und so fühlt Gott about mercy. Über die Barmherzigkeit. About releasing mercy. Über das Ausschütten von Barmherzigkeit. When God releases mercy. Wenn Gott Barmherzigkeit ausschüttet. There is such a burst of rejoicing. Da gibt es so eine Explosion von Jubel. You can just imagine God on his throne saying, yeah. Man kann sich vorstellen, wie Gott sagt, yeah. It's like a mix between it's triumph, it's rejoicing, it's boasting. Es ist Triumph, Jubel, sich rühmen.
It says in Luke 15, when one person turns to God, in Lukas 15 heißt es, wenn eine Person zu Gott findet, all of heaven rejoices. Dann jubiliert der ganze Himmel. And it's not like a wee, es ist nicht so ein bisschen hihi. It's probably more like yeah. Es ist einfach ein wahnsinniges Jubilieren. Okay. Yeah. Could you imagine when Jesus rose from the dead? Könnt ihr euch vorstellen, wie Jesus von den Toten auferstanden ist? He ascends to his Father. Und er ist zum Vater aufgestiegen. For the first time after he's been on earth. Zum ersten Mal, nachdem er auf der Erde war. For 33 years. 33 he Jahre. He has finished the work. Er hat das Werk vollendet. He descended into hell for 3 days. Er war 3 Tage in der Hölle. And then he said to Mary, I must go to my Father. Und dann sagt er zu Maria, ich muss zu meinem Vater gehen. Could you imagine when he just appeared on the stage of eternity and just walked up? He was there for the first time in 33 years. Könnt ihr euch vorstellen, als er da in den Himmel gekommen ist, auf quasi diese Bühne nach 33 Jahren auf der Erde? Could you imagine what he did? Könnt ihr euch vorstellen, yeah! Was er getan hat? Like, could you imagine the angels? Yeah. Könnt ihr euch die Engel vorstellen? Yeah. I mean, death was conquered. Der Tod war besiegt. And this is this word. Und das ist dieses It's Wort. The most powerful form of rejoicing, boasting, triumphing. Einfach die mächtigste Form von sich freuen, jubilieren. And I thought, how can I bring across this word? Und ich habe mir gedacht, wie kann ich dieses Wort jetzt rüberbringen? I've got to make a video. Ich muss ein Video machen. So I've made a video. Ich habe ein Video gemacht. And I hope that when you watch this video. Und ich hoffe, wenn ihr euch dieses Video anschaut, you can be thinking of the angels. Dann denkt ihr an die Engel. You can be thinking about Jesus. Dann denkt ihr an Jesus. After he rose from the dead. Nachdem er von den Toten auferstanden ist. When he came to heaven and what everybody was doing. Als er in den Himmel gekommen ist und was jeder gemacht hat dann. And it was even more than what you'll see. Und es war noch mehr, als wir sehen werden. Try to make the transfer in your mind as you watch this video. Versucht euch das vorzustellen. Leicester City go to Wembley. And it's the end for Watford. Knockout takes, Almunia saves, knockout follows it, Almunia saves again. Absolutely astonishing. Now here come Watford. Forestieri. Here's Hulk. D-Day. كل ما شاهد وانتقد كما شاهد ولكن من شاهد والثاني والقول قل لهم من شاهد قل لهم لم قل قل لهم أنا علي الرهبان الصاروخ سماح 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 يا أهل السماح الفافاري بايرن الكامبيون بطل ربا قلت لك في القواديم قلت لك في القواديم Am Abend angeschaut habe, habe ich geweint. I was just crying. Das hat mich zum Weinen gebracht. Because I could just picture Jesus. Denn ich habe mir Jesus vorgestellt. And the victory that he won for us, I was crying. Den, wie er den Sieg für uns gewonnen hat. Just focus ich geweint. On it. Focus on it in terms of Jesus. Gibt jetzt quasi fokussiert auf Jesus, wie er den Sieg erlangt. I know it's entertaining, but this is not the point. Ich weiß, das ist Unterhaltung, aber darum geht's nicht. I want you to see more than the soccer. I want you to think of Jesus. Ich möchte, dass ihr mehr seht, dass das Fußball denkt an Jesus. I want you to think of when he comes into heaven. Denkt daran,
als er in den Himmel kommt and his victory over the white throne judgment, und sein Sieg über dieses Gericht des weißen Thrones. He has destroyed death, er hat den Tod zerstört, God can release mercy to the entire human race, sodass Gott Barmherzigkeit auf die gesamte menschliche Rasse ausschütten kann. To the most wicked of sinners, auch auf die bösesten der Sünder, to people who had no hope, auf Leute, die keine Hoffnung hatten, to people who were criminals, auf Leute, die Kriminelle who were waren, murderers, Mörder, like Paul the Apostle, wie Paulus, der Apostel, when he was Saul, als er Saulus people war, who were drenched in the most filthy sin, Leute, die in der abscheulichsten Sünde erstickt sind, people who were being eaten up by shame, Leute, die von Scham zerfressen wurden, destroyed by memories, von Erinnerungen zerstört wurden, abuse, von Missbrauch addiction, und Sucht, every kind of sin, und jeder Art von Sünde. Make the transfer in your mind. Versucht diesen Transfer in euren Gedanken and zu machen, do, als ihr euch das anschaut. Wenn euch das gelingt, dann werdet auch ihr weinen, statt lachen. Go beyond what you see and make the connection. Geht über das hinaus, was ihr seht, und stellt diese Verbindung her. Start it from the beginning. I just pray, make the connection. It's there. It's there. Focus on the Lord. Look past the football. Wir schauen uns das noch einmal von vorne an, und ich bitte euch, stellt euch Jesus vor, der da siegt. One more time. City go to Wembley, and it's the end for Watford. Knockout takes, Almunia saves, knockout follows it, Almunia saves again! Absolutely astonishing, now here come Watford. Forestieri. Here's Hulk! D-Day! And sends them to Wembley. Well, we talked about Troy Deeney. All the heartache. Bayern, Bayern, Bayern. علم هم من تكون. قل لهم من تكون. قل ما شئت وانتقد كما شئت. ولكن من شان والثاني والقول والقول. قل لهم من شئت. قل لهم من كن. قل لهم أنا علي الرهبان الصاروخ سماح 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 يا أهل السماح البابا لبايرن الكامبيون بطل أوروبا قلت لك في القواديم قلت لك في القواديم. È uscito Close, era il marcatore di Cannavaro. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tacco, tiro, gol! Grosso, gol di grosso, manca un minuto, gol di grosso, incredibile, siamo sopra manca un minuto, gol di grosso. Ancora sull'invenzione di Pirlo, molto bravo a trovarlo. Wenn wir eines Tages vor Gott stehen and all the unbelievers of history are at the white throne judgment, und die ganzen Ungläubigen aus der ganzen Geschichte stehen vor dem weißen Throngericht, dann werden wir begreifen, was für ein perfektes Tor Jesus geschossen hat. The sense of thankfulness, dieses Fühlen von Dankbarkeit and mixed with rejoicing,
gemischt mit Jubel and triumph. Und Triumph. It will be the most mixed combination of feelings possible. Es wird einfach eine Kombination aus Gefühlen sein, Maximum, was nur möglich ist. That he conquered death for us. Dass er den Tod für uns überwunden hat. Mercy rejoices over judgment. Die Barmherzigkeit jubiliert, triumphiert über das Gericht. Why does God judge? Warum richtet Gott? Next slide. Can you go to slide 8? God doesn't want to judge. Gott will nicht richten. God says, say to them as I live. Gott sagt, sprich zu ihnen, so wahr ich lebe. Declares the Lord God. Spricht Gott der Herr. I take no pleasure in the death of the wicked. Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen. But rather that the wicked turn from his way and live. Sondern daran, dass der Gottlose sich abwende von seinen Wege und lebe. Why then will you die, O house of Israel? Warum wollt ihr sterben, Haus Israel? God takes no pleasure in judging anyone. Es macht Gott keine Freude, irgendjemand zu richten. When we turn to him, wenn wir uns an ihn wenden, zu ihm wenden, there is such rejoicing in heaven. Da gibt es so einen Jubel im Himmel. God has such satisfaction. Gott empfindet so eine Zufriedenheit, to give mercy rather than to judge. Dass er Barmherzigkeit ausschütten kann, anstatt it zu is richten. Like, it is like scoring a goal for him. Es ist wie wenn man ein Tor für ihn in schießt. The championship game. In der Champions League. Yes. Yeah. Yes, another one. Noch eins. Yes. Victory. Sieg. Yes. Yeah. It's rejoicing and it's boasting and it's triumph. Es ist Jubel, es ist Triumph, es ist sich immens freuen. He loves to pour his mercy out. Er liebt es, seine Barmherzigkeit auszuschütten. He paid the highest price imaginable. Er hat den höchsten Preis, den man sich nur vorstellen there is kann, no, gezahlt. There is no more imaginable price you could pay. Es gibt nichts Höheres, keinen höheren Preis, den man zahlen you could kann. Not make a story up that's higher than this. Man kann keine Geschichte erfinden, die höher ist als das. That the creator of the universe, der Schöpfer des Universums, the infinite, almighty God, der unendliche, allmächtige Gott, would become a man. Würde ein Mensch werden. What? Was? He would become a man. Er würde Mensch werden. And he would be tortured. Und er würde gefoltert werden. On a cross. An einem Kreuz. In our place. Statt uns. There's no greater story. Es gibt nichts Größeres, keine größere Geschichte. That can enter the mind of a human. Die man sich vorstellen kann. Than this story. Als diese Geschichte. God takes no pleasure in judging anyone. Gott hat keine Freude daran, irgendjemand zu richten. 2. Petrus 3, 7. But by his word the present heavens and earth are being reserved for fire. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt für das Feuer. Kept for the day of judgment. Aufgehoben zum Tag des Gerichts. And the destruction of ungodly men. Und des Verderbens der gottlosen Menschen. Not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. John 3:17. Johannes 3:17. For God did not send the Son into the world to judge the world. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte. But that the world might be saved through him. Sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. He who believes in him is not judged. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. He who does not believe has already been judged. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Verse 19. This is the judgment. Dies aber ist das Gericht, that the light has come into the world, dass das Licht in die Welt gekommen ist. But men loved darkness rather than the light. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. For their deeds were evil. Denn ihre Werke waren böse. Darkness is not speaking of sin. Die Finsternis hier spricht nicht von Sünde. It's speaking of all the things we believe so that we can continue in sin.
sondern es spricht davon, an all das, an das wir glauben, damit wir mit der Sünde weitermachen können. Darkness is my belief system. Die Finsternis ist mein Glaubenssystem. Something other than believing that God is righteous. Etwas anderes als zu glauben, dass Gott gerecht ist. Jesus said the Holy Spirit will come. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird kommen. In John chapter 16. In Johannes 16. And he will convict the world of three things. Und er wird die Welt überführen von drei Dingen. Righteousness. Gerechtigkeit. Sin. Sünde. And judgment. Und Gericht, dass das Gericht kommt. Judgment to come. The Holy Spirit is working in the world in everyone's heart. He's working in the world. Der Heilige Geist arbeitet in der Welt, im Herzen von jedem Menschen. He's convicting people of these three things. Und er überführt die Leute dieser drei Dinge. They all have to make a choice. Jeder muss eine Wahl treffen. People say, well, I just don't believe in God. Leute sagen, naja, ich glaube einfach nicht well, an maybe Gott. You've already made your decision in your heart. Vielleicht hast du bereits in deinem Herzen deine Entscheidung getroffen. Years ago, and now you're just experiencing darkness. Vor Jahren und jetzt erfährst du diese Finsternis. Let's continue. Now this is something I found from a teacher on the internet. Das ist etwas, was ich von einem Lehrer im Internet gefunden habe. Under the title, Why Does God Judge? Unter dem Titel, Warum richtet Gott? He writes, God hates treachery. Er schreibt, Gott hasst Vorspiegelung falscher Tatsachen. You know, treachery is when I hurt someone who trusts me. Diese Vorspiegelung falscher Tatsachen ist, wenn ich jemanden verletze oder verrat, jemand, der an mich glaubt, wenn ich ihn enttäusche. It's when I betray somebody. Es ist wie Betrug. It's when you molest your child. Wenn man zum Beispiel sein Kind missbraucht. When a babysitter molests a child. Wenn ein Babysitter ein Kind missbraucht. This is treachery. Das ist Verrat. When you deceive someone who trusts you. Und du betrügst jemanden, der dir vertraut. God hates treachery. Gott hasst diesen Verrat. Violence. Gewalt. Cruelty. Grausamkeit. Callous hypocrisy. Heuchelei. Is it right there? Yeah. It's just right there. Things that knowingly, not accidentally, destroy people. Dinge, die bewusst und nicht zufälligerweise Menschen zerstören. Community, safety, trust, joy, innocence and beauty. Und auch die Gemeinschaft, die Sicherheit, das Vertrauen, Freude, Unschuld und Schönheit. The human race simply cannot exist without large amount of decency, loyalty and social justice. Die Menschheit kann einfach nicht ohne genügend ehrliches Verhalten, Loyalität und soziale Gerechtigkeit existieren. You know why God judges? Wisst ihr, warum Gott richtet? Because he loves. Weil er liebt. And they are two sides of the same coin. Die Münze hat zwei Seiten. If you have a child, wenn du ein Kind hast, and a crazy dog wants to attack your child. Und ein durchgedrehter Hund möchte dein Kind angreifen. Your love for your child. Dann ist die Liebe für dein Kind. Will be expressed. Wird ausgedrückt werden. In your anger toward that dog. In deinem Zorn gegen diesen Hund. They're inseparable. Die sind untrennbar. And God's anger towards sin. Und Gottes Zorn gegen die Sünde. Is his direct reflection of his love. For his people. Ist die direkte Spiegelung seiner Liebe für seine Leute. They are inseparable. Die sind untrennbar. A mother bear is the perfect picture of wrath. Eine Bärin, eine Mutter ist das perfekte Bild von Zorn. Don't get between a mother bear and her cubs. Komm nicht zwischen eine Bärin und ihre Jungen. Because a mother bear loves her cubs. Denn eine Bärin liebt ihre Jungen. And she will kill you. Und sie wird dich umbringen. If she thinks you are threatening those little cubs, wenn sie denkt, dass du diese kleinen Bären bedrohst, you will see the wrath, dann wirst du ihren Zorn erleben. Because her love and her wrath are inseparable. Denn ihre Liebe und ihr Zorn sind untrennbar verbunden. It's the same with God. Und es ist dasselbe mit Gott. God loves what he's created. Gott liebt, was er erschaffen hat. God has self-love in the Trinity. Gott hat Selbstliebe in der Dreieinigkeit. God loves his nature.
Gott liebt seine Natur. He is moral, he is righteous. Er ist moralisch, er ist gerecht. He is holy. Er ist heilig. And who he is in himself, he holds in the highest esteem. Und wer er in sich selbst ist, das schätzt er ganz hoch. And anything that will challenge that. Und alles, was das herausfordert, to bring that down. Dass es niedergerissen wird. He will express his wrath. Da wird er seinen Zorn ausdrücken. Because it's who he is. Denn das ist, wer er ist. It's an attack against the very his very nature. Es ist ein Angriff auf seine Natur. And the very existence of goodness. Wie er ist, auf das, die Existenz der Güte. God must have wrath. Gott muss Zorn haben. Forgiveness of moral injury. Vergebung moralischer Ungerechtigkeit. If not preceded by moral confrontation over the unjust injury. Ist nicht mehr als selbstsüchtige Apathie, Unsensibilität. Wait, something is missing. Wait. Forgiveness of moral injury, if not preceded by moral confrontation over the unjust injury, is nothing more than selfish apathy. Mm-hmm. Did you get that? Vergebung moralischer Ungerechtigkeit, wenn ihr nicht vorausgeht, moralische Konfrontation. Can you just read the bottom there? At the bottom. Just read the whole thing. Mm-hmm, yeah. Vergebung moralischer Ungerechtigkeit ist nicht mehr als selbstsüchtige Apathie, Unsensibilität gegenüber den Rechten und dem Wert des oder der Opfer oder die Furcht, den Unterdrücker zu konfrontieren, soferne zuvor nicht eine moralische Konfrontation bezüglich der ungerechten Verletzung erfolgt. One more time. Forgiveness of moral injury, if not preceded by moral confrontation over the unjust injury, is nothing more than selfish apathy. Insensitivity to the rights and the worth of victims or fear of confronting the oppressor. That means if I don't stand up for what is true. Das bedeutet, dass wenn ich nicht aufstehe für das, was wahrhaftig ist, for what is just, was for gerecht what is right, ist, was richtig ist, is actually just selfishness. Dann ist es nur Selbstsüchtigkeit. And I can say, well, I'm just a very forgiving person. Dann kann ich sagen, ich bin eine sehr vergebende Person. But God is not like that. Aber Gott ist nicht so. God forgives. Gott vergibt, when someone asks for forgiveness. Wenn ihn jemand um Vergebung bittet. If a person doesn't ask for forgiveness, wenn jemand nicht um Vergebung bittet, forgiveness is not given. Dann wird Vergebung nicht gegeben. God expresses his wrath toward those who are stubborn. Gott drückt seinen Zorn den Starrsinnigen gegenüber aus. Let's just go to slide 17 and we'll start to close. This is Romans 2. Very, very powerful. Das ist Römer 2, das ist sehr kraftvoll. Therefore you have no excuse, everyone who passes judgment. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet. Now, passing judgment is not the same as confronting injustice. Jemanden richten ist nicht dasselbe, wie wenn man Ungerechtigkeit konfrontiert. For in that you judge another, you condemn yourself. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. For you who judge practice the same things. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. When I judge someone, I offer no forgiveness. Wenn ich jemanden richte, dann biete ich ihm keine Vergebung an. When we confront injustice, wenn wir Ungerechtigkeit konfrontieren, it is so that someone can ask for forgiveness. Dann ist das, damit jemand um Vergebung bitten kann. But in judging, there's no forgiveness. Aber im Richten, da gibt es keine Vergebung. It means I just want to destroy somebody. Das bedeutet, ich möchte jemanden zerstören. I want to destroy my husband or my mother-in-law or the person at work. I want to destroy them. Ich möchte meinen Mann oder meine Schwiegermutter oder meinen Arbeitskollegen zerstören. They've hurt me, I will destroy them. Sie haben mich verletzt, ich werde sie zerstören. And we know that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things. Und wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Sorry. But do you suppose this, O man?
denkst du aber, Mensch, when you pass judgment on those who practice such things, der du richtest, die so etwas tun, and do the same yourself, und dasselbe tust, that you will escape the judgment of God? Dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? All of us do the same thing. Alle von uns machen das Gleiche. We just do it in different variations. Wir machen es nur in verschiedenen Formen, different frequencies. Verschiedenen Häufigkeiten. You may not be a chronic liar. Du bist vielleicht kein chronischer Lügner. Someone who lies all the time and enjoys it. Jemand, der die ganze Zeit lügt und dem das Spaß macht. But everybody lies at some point about something, even if it's once a year. Aber jeder lügt irgendwann einmal, und wenn es einmal im Jahr ist. And even if it's once in a year, you still face judgment. Und auch wenn es nur einmal im Jahr ist, wird es Gericht darüber geben. Outside of forgiveness. Okay, now watch. Außerhalb von der Vergebung. Do you think lightly of the riches of his kindness? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte and tolerance and patience? Und Geduld und Langmut? Not knowing that the kindness of God leads you to repentance. Und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. And this should directly be a reflection of who we are as a church. Und das sollte widerspiegeln, wer wir sind als eine Gemeinde. We need to confront. Wir müssen konfrontieren. Injustice. Ungerechtigkeit. Those who are abusive. Die Missbrauch betreiben. Hypocrisy, blatant hypocrisy. Die heucheln. Need to confront it. Wir müssen das konfrontieren. But we are not the judge. Aber wir dürfen das nicht richten. It is the kindness of God who leads you to repentance. Es ist die Güte Gottes, die zur Buße leitet. One time I had two people sitting before me in my office. Es sind einmal zwei Leute vor mir gesessen in meinem Büro. Confessing their sin. Sie haben ihre Sünde bekannt. The woman put her head down and said, die Frau hat ihren Kopf gesenkt und gesagt, Pastor Rob, we are just two sinners. Wir sind nur zwei Sünder. And the Holy Spirit said, through me. Und der Heilige Geist hat durch mich gesagt, no, we are not two sinners. Nein, wir sind nicht zwei Sünder. We are three. Wir sind drei. Let's pray. Lasst uns beten. The kindness of God leads to repentance. Die Güte Gottes führt zum Bußetun. Last verse. But because of your stubbornness. Aber wegen deiner Sturheit, deiner Störrigkeit, an unrepentant heart, und deinem unbußfertigen Herzen, you are storing up wrath for yourself, häufst du dir selbst den Zorn auf für den Tag of wrath and the revelation of the righteous judgment of God. Für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Next Gerichtes week Gottes. We'll talk about the judgment of the believer. Nächstes Mal werden wir über das Gericht der Gläubigen sprechen. Which is very different from the White Throne Judgment. Das ist sehr anders als von diesem Gericht des We Weißen also Thrones. All stand before Jesus. Wir werden auch alle vor Jesus stehen. In Romans chapter 4, verse 10. In Römer 4, 10. All of us will stand before Jesus. Alle werden vor Jesus stehen. Before his judgment seat. Vor seinem Thron des Richtens. And we will all give an answer for our life. Und wir werden alle Antwort geben müssen über unser Leben. We'll talk about that next week. Und darüber sprechen wir nächste Woche. Let's pray. Lasst uns beten. Maybe you're here today. Vielleicht bist du heute hier. And you have no idea where you would go when you die. Und du hast keine Ahnung, wohin du gehst, wenn du stirbst. Will you face God at the White Throne Judgment? Wirst du vor Gott stehen in diesem weißen Throngericht? Is your name in the book of life? Ist dein Name im Buch des Lebens? Are you sure? Bist du sicher? Are you sure that your name is written in the Lamb's book of life? Bist du sicher, dass dein Name im Buch des Lammes Gottes steht? Let's pray today. Lass uns heute beten. And ask God to write it there. Und Gott bitten, dass er deinen Namen dort hineinschreibt. Pray with me. Bete mit mir. God in heaven, Gott im Himmel, I ask your forgiveness. Ich bitte dich um Vergebung. Cleanse me. Reinige mich. Through the sacrifice of your son Jesus. Durch das Opfer deines Sohnes Jesus. I cry out for mercy.
Ich schreie zu dir um Barmherzigkeit für alle meine Sünden. Jesus, you are the Son of God. Du warst der Sohn Gottes. Can you speak these words out? Jesus, kannst du diese Wörter sagen? Jesus, come into my life. Komm in mein Leben. I believe in you. Ich glaube an dich. That you died for me, dass du für mich gestorben bist and rose from the dead, und von den Toten auferstanden bist and are seated at the right hand of God the Father. Und rechts vom Thron des Vaters sitzt. Jesus, I believe in you. Jesus, ich glaube an dich. Can you say those words? Kannst du diese Worte Jesus, sagen? I believe in you. Jesus, ich glaube an dich. Forgive me, cleanse me. Vergib mir, reinige mich. Write my name in your book. Schreibe meinen Namen in dein Buch. I ask you, ich bitte dich. In humility, in Demut. Please, bitte. I want to be saved. Ich möchte gerettet werden. Just to hear what you, Jesus, did for us. Nur zu hören, was Jesus für uns getan hat. The amazing victory that you wrought on the cross. Dieser erstaunliche, wahnsinnige Sieg am Kreuz. That brings us to repentance. Das bringt uns zur Buße. And Father, search our hearts. Vater, durchsuche unsere Herzen. There's anything that we need to confess. Ob es da irgendetwas gibt, das wir dir gestehen müssen. Anyone we need to forgive. Jemanden, dem wir vergeben müssen. Anyone that we should show mercy to and not judgment. Jemanden, dem wir Barmherzigkeit zeigen sollten und den wir nicht richten sollten. Then show us. Und zeige uns. Let's just take a moment now. Nehmen wir uns jetzt einen Moment. A moment of quietness before the Lord. Einen Moment der Stille vor dem Herrn. The prayer team will be in the back in case you would like to pray with someone. Das Gebetsteam wird hinten stehen, wenn du mit jemandem beten möchtest. Let's just think of the amazing, amazing thing, work that God did for us. Lasst uns über dieses wahnsinnige Werk Gottes nachdenken, das er für uns gemacht hat. Conquered death. Er hat den Tod besiegt. Took away our guilt. Hat unsere Schuld weggenommen. Our shame. Unsere Schande. Our sin once and for all. Unsere Sünde. Für immer. Ein für alle Mal. Let's take a moment. Nehmen wir uns einen Moment.